Ich bin Cheryl, ich studiere Luftfahrttechnik und Luftfahrtmanagement und schreibe gerade meine Masterarbeit. Ich bin momentan Student der Luftfahrttechnik, Luftfahrtmanagement im dritten Mastersemester und zudem studentischer Mitarbeiter im Fachgebiet Airline Management Aviation Security. Hallo, ich bin Tessa Wille, ich bin die Koordinatorin fürs duale Studium an der TH Wildau. Hallo, ich bin Robert, ich bin Laboringenieur und wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachgebiet für Luftfahrttechnik. Das Studium an der TH Wildau ist ganz besonders, da es eben die beiden Seiten Luftfahrttechnik und managementlastige Fächer kombiniert. Man hat einen hervorragenden Rundumblick über Aerodynamik, Flugmechanik und auch Flugleistungen, aber auch eben über Fächer wie Airport Management. Ich habe mich für das Studium entschieden, weil ich mich schon als Kind sehr für die Luftfahrt begeistert habe, weil ich unbedingt mehr über die Luftfahrttechnik und auch über die Logistik und über Passagierflüsse erfahren wollte. Wie Cheryl auch, brenne ich seit meiner frühesten Kindheit auch für die Luftfahrt, seitdem ich das erste Mal geflogen bin und wollte meine Leidenschaft zum Beruf machen, weil unsere Lebenszeit ist ja nun mal auch begrenzt und ich wollte nicht irgendwas machen, was mir überhaupt keinen Spaß macht. Von daher bin ich jetzt hier und es war die absolut richtige Entscheidung. Besonders interessiert mich dabei in gewissem Maße die Nachhaltigkeit in der Luftfahrt, worüber ich auch meine Bachelorarbeit verfasst habe, aber auch Kapazitätsanalysen von Flughäfen, denn Flughafeninfrastruktur kann nun mal nicht in beliebigem Maße erweitert werden und dabei ist es dann natürlich ein wesentliches Thema, wie kann vorhandene Infrastruktur optimal genutzt werden. Das duale ausbildungsintegrierende Studium dauert insgesamt meist 5 Jahre. Die Ausbildung ist ein Jahr vorgelagert und danach kommen 8 Semester Studium, am Anfang noch gekoppelt mit der Berufsausbildung, danach als Vollzeitstudium. Das duale Studium an der TH Wildau ist überaus interessant. Rückblickend, ich habe mein Studium als Vollzeitstudium absolviert, wäre es durchaus von Vorteil gewesen, wenn ich finanzielle Absicherung während des gesamten Studiums gehabt hätte, was bei einem dualen Studium der Fall ist. Und natürlich auch die Jobsicherheit, die damit einhergeht, gleich im Unternehmen, bei dem man später auch arbeiten möchte, seine Ausbildung zu machen. Am Ende des dualen Bachelorstudiums haben Absolventen den Grad Bachelor of Engineering sowie einen IHK-Abschluss als Luftverkehrskaufmann oder Kauffrau, aber auch andere Abschlüsse wie Industriemechanik, wie Luftgerätemechaniker sind durchaus möglich. Berufs- oder berufliche Perspektiven ergeben sich in bestimmten Fachgebieten in der Richtung Luftfahrtmanagement, zum Beispiel bei Flughäfen, bei Fluggesellschaften, bei Luftfahrtverbänden, bei Flugsicherungsorganisationen und so weiter. Und im Bereich Luftfahrttechnik, wie zum Beispiel bei Flugzeugherstellern, Triebwerksherstellern oder auch in der Mess- und Regelungstechnik. Partner sind auch MTU und Rolls-Royce, aber auch die FBB, die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg, die auch mit dem aktuellen dualen Studiengang kooperiert. Und wenn du Interesse an unserem dualen Studium hast, dann melde dich bei uns. Die Kontaktdaten sind in der Beschreibung aufgeführt.